Servus, liebe Shisha-Freunde, die Shisha-Warentester mit Shisha-Olli und mir Big2B wieder am Start. Wir haben wieder ein neues Video für euch und zwar bleiben wir gleich bei der Reihe die 5 und zwar dieses Mal die 5 besten Tabaks und Molassen. Und ja, ganz zum Anfang nochmal, alle Sorten, die wir hier nennen, haben wir selber schon probiert. Alle Sorten, die nicht im Ranking sind, haben wir noch nicht probiert oder gibt es momentan nicht in Deutschland zu kaufen. Wir reden nur von Artikeln, die es momentan auf dem deutschen Markt zu kaufen gibt. Und natürlich ganz wichtig, wir haben uns von niemandem beeinflussen lassen. Das ist unsere persönliche Meinung. Da haben wir uns von niemandem reinreden lassen. Gut, dann würde ich sagen, Ladies first, Olli, fang an. Natürlich fangen wir an mit dem Summer Infinity jetzt mal. Hat uns sehr überrascht. Gibt es im 150 Gramm für ca. 13,90 Euro. Kiba. Das hätte ich jetzt danach gesagt. bei Summer Infinity bin ich sehr überrascht gewesen. Also egal welche Sorte, sind alle recht gut. Kiba haben wir natürlich getestet. Haben wir auch ein paar Mal schon nachgekauft. Habe ich sogar für mich zu Hause nachgekauft. Der Geschmack wirklich sehr intensiv anfangs. Lässt leider wie so mancher auch sehr schnell nach. Aber wie schon gesagt, sehr intensiv. Der Kiba schmeckt mehr nach Kirsche, also gehen wir mal so von 70-30 aus. Die Banane im Hintergrund, aber sehr gut getroffen, also wirklich eine sehr gute Kombination. Ich mag den Tabak sehr, da ich sehr auf Kirsche stehe. Kirsche ist eine meiner Lieblingstabaksorten und mit dieser Banane noch beigemischt ist mal wieder was Neues, also was Abwechslungsreiches, wenn man nur Kirsche oder so raucht. Und ja, es ist wieder diese künstliche Kirsche leider. Gottes, aber das schaffen im Prinzip nur die türkischen Händler, Şerbetli. Tanja, Şerbetli, genau, die wohl damit echte Trockenfrüchte teilweise arbeiten. Aber wir wurden ja aufgezogen mit Bonbons und was weiß ich und Gummibärchen. Wir mögen süß. Ist alles künstliche meistens Zusätze und deswegen der Kirsche Kiba von Summer Infinity sehr gut und deswegen auch zum Ranking dabei. So, als nächstes haben wir uns den Emi Gold Code 99 ausgesucht. Gibt es für 200 Gramm ca. 24,80 Euro. Ist auch wiederum ein sehr kirschlastiger Tabak. Sollte eine Cola noch im Hintergrund sein. Allerdings schmeckt man die sehr, sehr gering raus. Da gehe ich schon wieder zu 85% Kirsche, ganz wenig Cola. Mhm. Ist aber auch ein sehr intensiver Tabak. Also das ist der Wahnsinn, wenn man den aufmacht. Kommt einem der Geruch entgegen und auch der Geschmack, wenn man anraucht. Ja, weiß nicht, ob selber noch was sagen will. Ja, vor allem wieder Summer Infinity, all ready to smoke, sofort rauchbar. Genau, also ohne dass man es im Prinzip nachfeuchten müsste. So, der nächste. Leider kommen wir da auch sehr schwer ran, immer wieder. Aber wenn wir rankommen, ein Genuss. Mein Lieblingstabak, er wird es bleiben, ein Leben lang. Der Social Smoke Voltage. Viele können den gar nicht abhaben, die sagen, boah, wie kann man nur so einen Scheißdreck rauchen? Ich finde es wie von Gott erschaffen. Ja, das ist einfach so. 50-50 genau. Ist die Meinung. 250 Gramm kosten leider gleich mal 820,90 Euro. So in der Regel kommt man vielleicht mal billiger ran. Ein Kilo natürlich dann, je nachdem, sind aber die Preise auch schon stark gestiegen, laufen sich schon wieder auf die 100 Euro. Aber wie gesagt, eine meiner Lieblingstabaksorten. Zitronik, Amaretto, Touch mit drin. Also ich stehe voll drauf. Viele schmecken noch so eine Wassermelone mit raus. Ich jetzt, muss ich sagen, eigentlich gar nicht. Aber ich stehe vollkommen auf den Tabak. Ja, vor allem also, das Zitrone schmeckt mal halt voll raus. Und dann noch so was anderes. Und wenn man weiß, Amaretto-Touch so in der Richtung, ja, dann ist es die perfekte Kombi. Ist einfach was, was kein anderer bis jetzt hinbekommen hat. Genau. Einfach geil. Beim nächsten Tabak, wenn ihr jetzt schon sagt, Adalia, wetten, bei 80% von euch schwebt über dem Kopf Cola Dragon. Richtig. Das war einer der bekanntesten Tabaksorten, wo wirklich am Anfang jeder gesagt hat, boah, den Cola Dragon müsst ihr probieren. Liegt bei 200 Gramm 13,90 Euro. Billig. Genau. Sehr günstiger Tabak, sehr guter Tabak, also wirklich sehr gut. Das ist der Cola-Geschmack. Richtig intensiv, richtig gut. Also, ich stehe ja mehr auf Fruchtiges, ist klar. Ja. Aber dieses Cola, also manchmal brauche ich das. Da habe ich das drin und finde es auch richtig gut gemacht. Ja, und diese Mischung ist super. Genau, der Energy im Hintergrund ist schwer hinzukriegen, sehr schwer. Energy-Tabak haben wir schon ein paar probiert, man kriegt das nicht so richtig hin, aber bei dem Cola Dragon merkt man, dass da schon so ein Energy im Hintergrund ist. Und es ist also wirklich eine sehr gelungene Mischung. Ja, schmeckt aber und riecht auch saugeil. Richtig, also der Wahnsinns-Tabak, also wenn ihr den immer noch nicht geraucht habt, raucht den unbedingt. Die 200 Gramm
13,90 kann man bezahlen. Genau, und die 200 Gramm, die werdet ihr auch wegrauchen, wenn ihr auf so Cola steht. Also. Auch ready to smoke, genauso wie der Voltage auch. Kann man direkt gleich rauchen, ohne Anfeuchten oder sonstiges. Und dann natürlich noch eine Tabaksorte, wo uns auch sehr, sehr überrascht hat, war nämlich der Golden Glamour von Alwaha Gold. 200 Gramm, circa bei 17,75 Euro wiederum. Mhm. Geht auch nur vom Preis. Genau, liegt bei Kirschmaracuja ungefähr. Ja, die Kirsche schmeckt mal wieder sehr gut raus, das Maracuja auch, aber da muss man schon wissen, dass es Maracuja ist. Ja. Es ist so wie so eine säuerliche Frucht, aber das ist auch wieder so im Hintergrund gehalten, aber ein sehr, sehr süßer Tabak und es ist der Wahnsinn, wie der auch am Anfang abgeht. Also im Prinzip haben wir jetzt aber bloß fünf genannt, die wo halt wirklich von Anfang an wirklich sehr intensiv schmecken. Ja, die wo uns auch von Anfang an vom ersten Zug an schon voll gefallen haben. Genau, genau, da wo wir nicht gesagt haben, wir müssen nur zweites Mal rauchen, sondern wirklich. Das waren wir direkt gleich, das ist er. Das ist er. Der muss da bleiben, Standardausrüstung schon fast. Ja, top. Stimmt, ja. Also auch ready to smoke vor allem, kann man direkt gleich rauchen. Gut, dann sind wir beim Tabak fertig. Jetzt kommen wir noch zu den fünf besten Molassen. Ist ja auch erst seit eineinhalb, zwei Jahren ein größeres Thema in Deutschland wegen dem Feuchtigkeitsproblem, was Deutschland ja eben hat mit der 5%-Grenze. Zum Glück gibt es ja noch so Tabaksorten, wie wir gerade aufgezählt haben, die noch nicht davon betroffen sind, aber kann immer passieren und zack ist der Golden Glamour weg. Ja, und trocken. Ja. Und dafür gibt es natürlich dann Molassen, die man super verwenden kann, die auch echt geil schmecken und vor allem, die man mit jedem Rohtabak verwenden kann und nach ein bis zwei Wochen kann man die super rauchen und man schmeckt dann eigentlich auch nicht mehr viel Unterschied zwischen einem normalen gekauften und dem angefeuchteten, wenn man es richtig macht. Okay. Ja. Und da darf natürlich dann zum Beispiel die leckere Alwaha Molasse Code 101 nicht fehlen. 250 Milliliter liegen bei 5,90 ungefähr. Ja, das war auch ein sehr, sehr leckerer Tabak bzw. Molasse, die man sehr günstig auch vor allem kaufen kann. Ist ein Apfeltabak bzw. eine Apfelmolasse, die aber auch sehr, sehr lecker schmeckt. Also da ist ja dann noch so eine Erdbeernote mit dabei und die Mischung ist einfach cool. Also ich finde, das ist eine perfekt getroffene Mischung, weil man da einfach beides super rausschmeckt. Und trotzdem, dass wir jetzt nicht so der Apfelfan sind, ist die Mischung super gelungen. Mhm. Also das passt, das schmeckt und das kann man auch wirklich nur weiterempfehlen. Das ist eine sehr, sehr leckere Molasse. Vor allem kommt man nicht gleich auf diese Kombination, weil wie gesagt, Kiba und so weiter, klar. Aber jetzt mal wirklich Apfel und Kirsche. Das stimmt, das ist halt schon wieder was ganz Exotisches, was ganz Neues. Ja, perfekt. Doch, auf jeden Fall. Also schmeckt sehr, sehr lecker und vor allem kostet nicht viel, ist auch... Ja, wirklich zu empfehlen. Also von daher. Dann, was auch sehr lecker ist, ist zum Beispiel jetzt der PX1 Jackie Cola. 100 Milliliter kosten, 9,49, 9,99, je nachdem. Und nach dem Fantasia Jack and Coke ist das eigentlich noch besser. Richtig, wollte ich gerade nämlich nur berichtigen. Ihr wollt sagen, schmeckt geil. Fast besser, weil der... Die Jack Daniels Note. Ne? Ich wollte es gerade auch sagen, die Jack Daniels. Das ist geil. Der Wahnsinn, doch. Also der Whisky-Geschmack, wow, also richtig gut getroffen bei dem Tabak, also richtig. Wahnsinn. Also die Molasse ist wirklich sehr gut getroffen, vor allem man schmeckt diese Alkoholnote raus und dann eben auch noch diese Cola-Note und das beide gemischt ist einfach, wie wenn man gerade sich einen Schluck Jack Daniels gönnt, gell? Genau. Also das ist wirklich lecker und hat fast noch keiner bis jetzt hinbekommen und deswegen auf jeden Fall für alle, die ein bisschen Alkohol schmecken möchten in einer Molasse, die sind mit dem Jack & Coke von PX1 an der richtigen Adresse. Dann natürlich eine Molasse, die nicht fehlen darf, ist Blue Banana von Alwaha. Als Tabak schon ein Leckerchen, ja. Und wenn man nicht rankommt und den selber anfeuchten muss, dann nehmt euch die Alwaha Blue Banana Molasse, 5,90 Euro für 250 Milliliter. Ist ein Schnäppchen und schmeckt sehr geil. Vor allem die Molasse schmeckt anders, wie wenn er fertig angefeuchtet ist. Weil wenn der Tabak so gekauft wird als Blue Banana, dann hat man da mehr so den Blaubeer-Touch im Vordergrund und erst dann im Nachhinein leichte Banane. Und genau da bei der Molasse ist es andersrum. Da hat man eher so eine Bananennote, eine stärkere und eine leichtere Blaubeernote beim Geschmack. Und das ist auch was mir sehr gut gefällt, weil ich mag Banane sehr und Blaubeere nicht so sehr. Früher viel lieber, jetzt nicht mehr tot geraucht. Und deswegen ist die Molasse von Alwaha auf jeden Fall ihr Geld wert. Schmeckt sehr, sehr, sehr lecker. Um noch vorhin zurückzukommen an Social Smoke, wo Leute hassen. Grüße an den Yannick, der Blue Banana nicht ausstehen kann. Mittlerweile raucht er aber, glaube ich, selber. Raucht er selber oder so? Mittlerweile, glaube ich. Ich weiß ja damals, weil er auch gesagt hat,
eine der schlimmsten Tabaksorten, was er je geraucht hat. So wir haben den am Anfang gemocht, genau, aber ja, da merkt man wieder, klar, jeder hat einen anderen Geschmack. Genau. Dann kommen wir zu einem Hersteller, der auch in Deutschland sehr, sehr bekannt und beliebt ist. Das ist nämlich X-Racher mit der Sorte Lemon Loops. Haben wir ja vor ganz kurzer Zeit vorgestellt. Das ist der Wahnsinn. Also der Geruch alleine schon hat mich umgehauen. Das ist wirklich wie wenn ihr gerade die Müsli-Packung habt und da erstmal fleißig diese Zitronenringe rausgesucht habt und die nur esst. Also das ist wirklich... so einen genauen Geschmack hinbekommen, schmeckt wie das Müsli. Und wer von euch hat als Kind nicht gerne diese Lemon Loops gegessen, beziehungsweise diese fruchtigen... Fruity Loops. Die Fruity Loops, genau so haben sie geheißen. Und da kommen immer die Kindheitserinnerungen wieder hoch, weil das ist einfach was, was man von Kindheit einfach lieben muss. Ja, also das hat jeder von euch gegessen. Und die Molasse ist super getroffen und kostet auch ja 100 Milliliter 7,99 €. Ist auf jeden Fall das Geld wert. Solltet ihr auf jeden Fall mal probieren, eine sehr, sehr leckere Molasse. Da wette ich wiederum drauf, dass wieder 80% der Leute in der Kindheit mehr davon pur gegessen haben wie mit Milch. Ja, genau. Gut, und dann kommen wir noch zu einer weiteren PX1-Molasse. Meine Lieblingsmolasse von PX1, die Peaches and Cream. 100 Milliliter bei 9,49 €, je nachdem, wo ihr es einkauft. Und ja, es gab mal von Starbucks den fertigen Tabak Peaches and Cream. Der hat, glaube ich, genauso geheißen. Und ja, der war schon super lecker. Den habe ich auch geliebt. Und leider kommt man an Starbucks ja so gut wie nicht ran. Und deswegen habe ich einfach gesucht. Hoffentlich gibt es mal eine Alternative. Und dann kam der Jonas mit seinem PX1 Peaches and Cream. Und schmeckt zwar nicht genauso, aber hat auch diesen leckeren, cremigen Pfirsichgeschmack, der, auf den wir einfach stehen. Mhm. Ich liebe Pfirsich beim Shisha-Rauchen als Tabak. Und die Molasse hat es geschafft. Ich habe mir schon so viele Flaschen von dem reingezogen, das ist so lecker. Kann ich euch nur ans Herz legen, das ist auf jeden Fall mal einen Versuch wert. Jo, gut, dann haben wir eigentlich alles genannt. Olli hat die fünf leckersten Tabaksorten genannt, ich die besten Molassen unseres Erachtens nach. Und ja, wir hoffen, mit dem Video wieder weitergeholfen zu haben. Und sage danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und euer Abo. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Euer Shisha Olli und Big2B. Servus!